So Leute, willkommen zurück bei Surviving Mars. Wir sind dabei, eine neue Technologie auszuwählen, die wir erforschen können. Wir könnten hier dieses Ingenieurwissen nehmen, um uns dann selber eine Polymerfabrik und Treibstoffraffinerien zu bauen. Finde ich nicht uninteressant, weil wir Wasser haben. Darum weiß ich auch gar nicht, ob ich die Biotech hier so spannend finde. Andererseits, Wasser sparen, um es dann später dafür zu benutzen, ist natürlich auch nicht ganz verkehrt. Und das Problem ist natürlich, wir wissen nicht, was dann hier hinterkommt, wenn wir die nicht erforschen, ne? Ich glaube, darum nehme ich hier auch mal diese Robotik. Auch wenn es momentan noch nicht so relevant ist, aber dahinter sind einige spannende Drohnentechnologien. So, was wir überlegen können in dieser Folge. Ich will einmal kurz sicher gehen, dass wir hier auch genug Kram für haben. Dürfte aber da sein. Beton ist jetzt nicht das größte Problem. Und ich glaube, wir haben auch, ja, Polymere und Dings werden schon knapp. Ah, wir können starten. Können wir den Tank, den Treibstoff hier wieder rausholen? Ich muss sie ja nicht mit mehr Treibstoff losschicken als notwendig. Sector scanned. Select a sector to scan. Ja, Wasser. Aber das heißt, wir können. Haben wir schon Funktürme gebaut? Ah ja. Haben wir. Okay. Ich würde gerne einmal mit ihm hier. Nee, ich kann das nicht hier rausholen. Jetzt haben wir hier nämlich viel zu viel Treibstoff drin. Aber den holt er offensichtlich auch nicht wieder raus. Gut, wir starten die Rakete, schicken sie zurück. Irgendein Gebäude funktioniert nicht. Ach so, klar, weil hier die Menschen noch fehlen. Ich glaube, das ist dann jetzt auch wirklich das nächste Ziel, ne? Ich gucke nochmal auf die Produktion. Wir könnten nochmal so ein zusätzliches Sauerstoffgerät bauen. Wasser haben wir eigentlich genug. Dann machen wir das jetzt auch. Leute. Rakete. Und eine müsste ja verfügbar sein. Die packen wir jetzt mit Passagieren voll. Und jetzt wird's relevant. Wir wollen nur Jugendliche und Erwachsene. Und dann bräuchten wir erst in erster Linie Botaniker, Mediziner und ein paar, die keine Spezialisierung haben. Und sie sollten keine Schwächen haben. Irgendwelche besonderen Eigenarten. Ich weiß gar nicht, was Veganer am Ende für uns bedeuten würde. Können wir das hier. Sind wir jetzt bei 16 angekommen? Das ist doch okay. Wie? Ah, okay. Wir holen, jetzt kann man die gezielt auswählen. Also erstmal nehmen wir jeden Botaniker, den wir kriegen können. Und jeden Mediziner, den wir kriegen können. Das alles. Habe ich dadurch mir hier Mediziner weggenommen? Offensichtlich. Gut, aber wir gucken mal kurz.
Ein Hypochonder ist jetzt, glaube ich, noch nicht mal das Problem. Aber nur wenn das uns jetzt Botaniker oder Mediziner bringt. Wir haben ja schon mal sexy. Warte, aber nee, macht keinen Unterschied. Okay. Das heißt, wir haben vier Leute mit Spezialisierung. Und die sind, davon sind drei Männer. Dann gehen wir einmal durch, dass wir daraus sechs Männer machen. Dann sind es vier Männer. Fünf Männer. Sechs Männer. Und jetzt brauchen wir noch Momente. Oh nein, jetzt ist das wieder weg. So, jetzt nochmal kurz durchgucken. Wen hatten wir hier? Ja, ihn. Workaholic ist sehr gut. Ich glaube, den hatte ich nicht. Und dann hatte ich hier noch einen Mann. Genau, ihn hier oben. So, dann brauchen wir noch fünf Frauen. Auch gerne mit entsprechenden Boni. Partylöwe. Ja, aber. Fit wäre etwas. Partylöwe ist hier, Workaholic ist immer gut. Enthusiast ist auch nicht verkehrt, aber es ist ein Mann. Dann nehmen wir hier noch die Rebecca Morgan mit. Zwei Stück noch. Ja, da weiß ich noch nicht, wie ich das mit dem Hypochonder finden soll. Andererseits hatte ich im anderen Spiel den Eindruck, dass die da auch nicht allzu viel zu tun haben. Wie alt ist sie denn? Ist schon erwachsen. Ja, aber wir müssen ja unsere 12 hinkriegen. Wir sind unterwegs. Los geht's. Meteor shower incoming. Oh nein. Wir setzen Mars Prime mal von der Priorität nach ganz oben. Für den Fall, das ist natürlich die größte Katastrophe, dass da irgendwas schief geht. Und dann würde ich gerne Lebenserhaltung hier nochmal Wassertürme ansiedeln. Und ein Sauerstofftank. Um so wie beim Strom eine Direktspeicherversorgung zu haben. In 12 Stunden. Das Gute ist, bis dahin sind keine Kolonisten angekommen. Das heißt, wir können noch alles in Ruhe reparieren. Einmal kurz gucken, ob es noch irgendwo eine Anomalie gab, die wir erforschen konnten. Hier unten. Wie kommt die denn hier hin?
Sector scanned. Beton. Und wir müssen aber auf jeden Fall nochmal eine Frachtrakete mitbringen. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal eine weitere Droiden. Drohnenstation. Oder zumindest einen mobilen Drohnen. Das ist aber auch nicht wirklich viel hier, ne? Aber die andere Rakete können wir eh noch nicht losschicken. 5 Stunden der Meteoritenschauer. Mal gucken, was das ergibt. Ja, das ist nicht... nicht unproblematisch. Anomaly analyzed. There's more to the barren environs of the Red Planet than meets the eye. A veritable treasure trove of undiscovered knowledge and wonder. Hatten wir das nicht schon? So long as you know where to look. Für alle diejenigen, die wissen, wo sie suchen müssen, ist die karge Landschaft des roten Planeten eine wahre Schatzkammer voll unentdecktem Wissen und Wundern. Selbst der kleinste, schlichteste Stein kann die Antworten auf Geheimnisse liefern, die die Menschen schon seit Generationen beschäftigen. Manchmal bedarf es nur einer einfachen Entdeckung, um uns der Größe des Universums bewusst zu werden und über die Grenzen unserer Existenz hinweg in die Zukunft zu blicken. Und wir haben 2 neue Forschungsmöglichkeiten. Zum einen plus 10 für Ingenieure und Geologen und Stromerzeugung durch Windräder. Ah, das ist echt nicht schlecht. Planen wir mal direkt ein. Ja, okay, man sieht hier den Meteor. Oh Mann, die Einschläge kommen näher. Hier ist übrigens noch Metall, was wir abbauen können. Das ist nah genug. Ja, ansonsten ist die Überlegung momentan, wie es weitergeht. Ich finde eigentlich ganz gut, dass wir hier viel Wasser haben und damit hier auch eine klare Fokussierung haben. Aber das ist so ein bisschen wenig Mineral, um hier sozusagen eine richtige Bergbaustation draus zu machen. Wobei andererseits bleibt uns da auch nicht viel anderes übrig, ne, als genau das zu tun. Oh, okay. Die Passagiere sterben, wenn die Rakete nicht innerhalb von 118 Stunden landet. Interessant. Aber wir lassen erst nochmal weiterlaufen. Das müsste ja 2 Sols... Wenn 2 Sols hier 24 Stunden sind, dürfte das ja ausreichen, dass wir das nach dem Schauer machen. Ich will verhindern, dass die jetzt hier in irgendein Risiko hineinkommen. So, was wir machen können, ist das hier einfach mal eben alles abschalten auch. Wir bauen hier... Es gibt verschiedene Pflanzen, die brauchen aber eben auch unterschiedlich lange. Wir fangen, glaube ich, bei beiden erstmal mit Weizengras an. Weil das eben schnell läuft. Hier reicht eine Schicht eigentlich immer aus. Hier nehmen wir auch eine Schicht.
Obwohl, wir haben jetzt viele Leute, ne? Letztes Mal, als ich das gemacht habe, hatte ich noch eine Fabrik zu versorgen, eine Polymerfabrik. Das wäre vielleicht noch eine Option. Ich meine, wir haben hier auch Wasser, das können wir hier rüberführen. Oder wir können mit Transportern quasi das Öl dorthin transportieren, um dann Polymere dort zu produzieren. Mal abwarten. Ich würde trotzdem einmal schon mal zumindest überlegen. Entschuldigung, muss ich einmal kurz. Hier wäre ja auch nochmal interessant zu blicken, ob es hier nochmal was Spannendes gibt. Vielleicht nehmen wir auch. Sector scanned. Anomaly found. Select a sector to scan. Vier Stunden. Boah, dieser Meteorschauer ist echt gruselig. Wir warten weiter ab. Also ich würde vielleicht zwei Drohnen, wirklich zwei Drohnen mitnehmen. Und dann auf jeden Fall von den Sachen mehr als genug. Also, wenn wir zwei Fertigbauten, zwei Drohnen-Hubs nehmen. Den Rest würde ich erstmal noch offen lassen. Hiervon vielleicht 15, hiervon 20, hiervon 20. Vielleicht nochmal vier Sonden. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ein zusätzlicher Transporter schadet nicht, wenn wir überlegen, eine zweite Basis zu bauen. Ein paar Metalle. Die können wir auch so schnell nicht nachbauen. Das sieht doch erstmal ganz gut aus. Und die lassen wir starten. So. Ich hätte gern diese Folge jetzt die Kolonisten schon landen lassen, aber ich befürchte ehrlich gesagt, wenn ich. Das wäre echt. Nein, es muss hier nur wirklich ein gezielter Schlag dieser Meteor. Bisher sind wir echt verschont geblieben. Und wir haben ein Problem. Darum werde ich das erstmal nicht machen. Ich lasse mal einfach schneller laufen. Okay. Wir gucken uns einfach mal weiter an Anomalien an. Und ich würde einmal gern noch Sector mal. scanned. Meteor incoming. Okay. Ich dachte, das wäre irgendwas, was uns direkt betrifft. Ich würde gerne nochmal so einen Sensorturm aufstellen. Research complete. Anomaly analyzed. Das ist das Coole an Anomalien. Die Forschung ist abgeschlossen. Jetzt haben wir den Drohnenschwarm. Da kriegen wir mehr, aber wir forschen hier schon an der Stromversorgung.
Aber dann einmal kurz gucken. Hier ist unser Erkunder. Der guckt sich das bitte einmal an. Ja, das klappt alles. Dauert zwar noch ein bisschen. Ach, jetzt habe ich ihn woanders hingeschickt. Genau, so zack. Er muss nicht blöd rumstehen. Du kannst hier das einsammeln. Und bitte. Obwohl, Blödsinn, hier ist noch viel näher, was? Weil das sind nur 9, okay. Wir haben hier jede Menge noch, ne? Ja, pass auf, dann machen wir es anders. Du lädst hier Metalle ein und lädst sie hier aus. Wasser haben wir gefunden. Aber alles nicht so spannend, wie ich dachte. Aber jetzt müsste eigentlich sehr gut. Jetzt haben wir 4 Orbitalsonden, die nutzen wir nochmal. Also irgendwie habe ich den Eindruck, wir müssen hier zwar irgendwie was hinsetzen, aber vielleicht mit einer Polymerfabrik zusammen. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt. Machen das zu einem Industrieviertel. Da haben wir noch mehr Wasser. Da haben wir noch mehr Technologien. Ja. Wenn wir das tun, dann macht es auch Sinn, das Raumschiff dort, also dort abzusetzen. Aber ich habe, ich habe doch keinen Drohnencontroller mitgenommen, ne? Wie weit reicht denn das? Ungefähr bis hier. Das heißt, wenn wir es hier hinsetzen, müssten sich die beiden eigentlich überschneiden. Anomaly found. Ja, aber der ist gerade dabei, eine andere zu scannen. You'd think the explorer had found buried treasure the way our scientists were reacting. It was a sulfur-rich regolith. Wir haben schwefelreiches Regolith gefunden. Hat verschiedene Erdproben im Gebiet rund um die Anomalie genommen und die Daten an uns weitergeleitet. Die Telemetrie wurde stundenlang mit summender Störgeräuschen überflutet, während die Wissenschaftler in der Einsatzleitung über die Konsequenzen des Elements gesprochen und einfallsreiche Zukunftspläne geschmiedet haben. Die Expeditionszeit war limitiert, deshalb haben wir sie gedrängt, eine endgültige Entscheidung zu treffen. Wir können entweder 1000 Forschung daraus ziehen oder 10% Ingenieurforschungsbonus. Nein, wir nehmen den kurzfristigen, oder? Kann ich hier einmal kurz reingucken währenddessen? Nee. Ich weiß nicht, wie viel ich bei Ingenieurforschung schon habe. Wir nehmen den Bonus. Ich bin eigentlich immer eher der... Ach, da haben wir schon sehr viel. Aber er zieht hier jetzt einfach schon mal 10% ab. Der Sektor ist gescannt, keine Ressourcen. Die Anomalie ist aber erforscht. Das heißt, wir können ihn... Nee, wir schicken ihn einmal eben zurück. Aufladen. Er ist inaktiv. Ah ne, der lädt hier noch was ein. Doch alles gut. Ja. So, hier ist das gelandet. So, wir bauen
Irgendwas piept hier, aber ich glaube, das ist dieser Sensorturm. Ja. Und ich dachte schon, hier irgendwas ist im Hintergrund, was ich neben meinen Kopfhörern nicht höre. Aber wir haben auch schon wieder 25 Minuten. Meine Leute. Ja. Meine Güte, geht das fix. Dann machen wir hier auch erstmal einen Break. Ich muss nämlich jetzt, hier müssen wir komplett neu anfangen, eine Basis aufzubauen, dass wir Zeit brauchen. Und vor allen Dingen müssen wir warten, bis wir hier anlanden können. 14 Stunden noch, bis der Meteoritensturm vorbei ist. Bisher war und für uns nicht so gravierend, wie ich es gedacht habe. Aber wir werden es sehen. Boah, dieser Turm ist echt nervig. Gut. Wir sehen uns darum morgen wieder mit einer neuen Folge Surviving Mars und werden dann endlich wirklich die ersten Bewohner auf unsere Kolonie lassen. Auch das wird viel Beobachtung kosten und gucken, dass das alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Macht's gut, bis dahin, alles Gute, ciao, sagt euer Patil.